Channel 8 ist unser YouTube-Kanal für den guten Zweck mit Schwerpunkt Musik und wir generieren Spendengelder zugunsten Kinder, Jugendlicher und Menschen mit Behinderung. Das Besondere an Channel 8 ist, dass jeder Mensch mithelfen kann, egal ob jung, ob alt, ob arm, ob reich. Es ist kostenlos, bei uns mithelfen zu können. Da stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das? Wir haben unsere Videos über die YouTube-Plattform monetarisiert. Videos schauen kennt jeder, auf YouTube ist kostenlos und durch die Werbeeinnahmen, die wir generieren, gehen diese Gelder an den guten Zweck. Man gibt kein eigenes Geld aus, sondern man spendet. Und das ist, glaube ich, einfach die Kernmessage, die verstanden werden muss, weil jeder kann auf ein Video klicken, weil es kostet nichts. Und dadurch dann am Ende Kindern und Jugendlichen helfen zu können, ist genau das, was wir brauchen. Bei Channel 8 arbeiten wir mit sehr vielen Influencern und YouTube-Creatern zusammen, bei denen wir deren Reichweite nutzen, für mehr als nur für Product Placements. Es ist uns sehr wichtig, dass wir der Online-Welt zeigen, dass Zusammenhalt ganz oben steht. Und das perfekte Beispiel dazu ist unser Remake zum bekannten Charity-Song We Are The World von Michael Jackson, wo wir uns mit 30 YouTube-Creatern in Los Angeles getroffen haben, um diesen neu aufzunehmen. Es war uns wichtig, der Welt zeigen zu können, dass alle Creator, egal von wo sie kommen, Hand in Hand zusammenarbeiten können, um Gelder für den guten Zweck zu generieren. Und damit haben wir gezeigt, dass die Online-Welt die soziale Verantwortung auf jeden Fall verstanden hat. Channel 8, you click, we donate. Eins ist unser eigeninitiiertes Projekt mit dem Namen Chance to Dance. Dort ermöglichen wir Menschen mit Behinderungen zu tanzen. Das ist ganz wichtig, um auch diese Menschen ins Leben integrieren zu können, denn diese Tanzkurse steigern unter anderem die Konzentration, sie optimieren die Körperbeherrschung und sie beugen Alzheimer vor. Und da ist es für uns natürlich ganz wichtig, dort helfen zu können. Ich bin froh, dass ich hier bin. Zu Channel 8 unterstützen wir die Laureus Board for Good und die Right to Play Stiftung. Beide Stiftungen engagieren sich sehr stark in Bezug auf Kinder und Jugendliche, in Bezug zu Sport und zu Bildung. Und für uns bei Channel 8 ist es natürlich auch wichtig, über die Landesgrenze hinauszuschauen und zu unserem eigenen regionalen Projekt auch außerhalb Deutschlands helfen zu können. Natürlich auch von Bedeutung ist unsere eigene Charity-Konzertreihe mit dem Namen Channel 8 Live in Concert. Dort versuchen wir, YouTube-Stars mit großen Weltstars zusammenzubringen, meist in Locations, in denen man diese Stars überhaupt nicht kennt. So hat im Januar 2018 in der Elbphilharmonie in Hamburg Rita Ora als großer Weltstar dort den Auftakt gemacht. Kurz darauf gefolgt vom deutschen Superstar Crow. Das Besondere ist, dass wir diese Konzerte zum einen auf Channel 8 livestreamen und zum anderen danach die Songs on demand auf unserem Kanal zur Verfügung stellen, um wieder Gelder für den guten Zweck generieren zu können. So, nun brauchen wir deine Hilfe. Abonniere diesen Kanal, schau unsere Videos, denn genau mit dieser Arbeit schaffen wir es zusammen, Gelder für Kinder und Jugendliche und für Menschen mit Behinderungen zu generieren. Es ist kostenlos, aber nicht umsonst.